Es ist klar, wenn Innovation entsteht und die durch Bürokratie erstickt wird, dann kann sie sich auch nicht weiterentwickeln. Und dann geht die Innovation in Länder und auf Plattformen, die einfach mehr Möglichkeiten und bessere Innovationen anbieten, wie zum Beispiel weniger Steuern, weniger Bürokratie, weniger Buchhaltung etc. Ich denke auch, dass sich die Unternehmen in naher Zukunft immer mehr an den Gedanken gewöhnen werden müssen, dass immer mehr Fachleute, Fachexperten, IT-Leute vor allem, die zu den qualifizierten Fachkräften auf jeden Fall gehören, immer mehr ins Ausland gehen werden, weil sie dort einfach mehr Vorteile haben werden, wie zum Beispiel weniger Steuern, bis zu gar keine Steuern zahlen, keine Bürokratie mehr, nur eine sehr minimale Bürokratie, mehr Flexibilität, mehr Rechte teilweise auf gewissen Ebenen auch haben.